Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich traue es mich kaum sagen. Ein Minecraft-Let's Play. Ich habe hier gerade eine neue Welt gestartet. Und es muss sich hier jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Ui, schaut mal, wie schön. Oh. Okay, also wir sind hier offenbar. In so einem ganz normalen Grasbiom gelandet. Mit Hühnchen. Okay. Oh, da hinten ist Wasser. Das ist doch gut. Da laufe ich gerade mal hin und gucke mich mal ein bisschen um. Sumpf da hinten. Okay. Oh, guckt mal, wie schön. Also ich muss sagen, diese Shader, die sind echt mega geil. Das ist wow, krass. Richtig schön. Ganz kurz. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit diese Aufnahme jemals publik werden wird und öffentlich geht. Es ist einfach nur eine Spaßaufnahme. Und da ist unser Frühstück. Nein, bleib stehen. Na gut. Holzen wir erstmal ein bisschen ab. Ja, ich meine, jeder kennt Minecraft, jeder weiß, was das ist und wie das funktioniert. Eigentlich gibt es da kaum mehr was zu erklären. Ja, es ist einfach ein Mainstream-Game. Aber nichtsdestotrotz macht es mir halt extrem Spaß. Und deswegen mache ich jetzt auch mal diese Aufnahme. Ja, anfangen natürlich damit, dass wir erstmal hier ein bisschen Holz runterhacken. Ui, da ist eine Hülle. Genau, holen wir uns erstmal ein bisschen Holz. So. Ist da eine Schlucht? Nee, nur ein Höhleneingang. Dann bin ich froh. Ja, ihr alle wisst vermutlich, dass man zu Anfang erstmal ein bisschen Holz braucht, um sich eine Werkbank zu machen, um natürlich sich Werkzeuge dann auf dieser Werkbank zu machen. Guck mal, kann die Wolken durchsehen. Das ist ja cool. Liegt bestimmt an dem Shader, weil das war vorher nicht da. Und der Shader ist jetzt relativ neu, weil ich spiele auf der 1.7.10. Und die ist ja jetzt noch nicht so lange draußen. Oh je, wie ging's denn da wieder zu der hübschen Wiese? Ach, hier. Ich muss sagen, ich mag Sumpfbiome jetzt nicht so gerne. Die sind mir ein bisschen zu trostlos. Nee. Lava. Das ist eigentlich schon mal nicht ganz so schlecht. Cool. Gleich daneben Wasserbecken. Sehr schön. Gut, dann hätte ich gesagt, schlagen wir hier erstmal das allererste Lager auf. Vielleicht ein bisschen weiter drinnen. Ach nö, eine Schlucht, ne? Wow. Na toll. Ja, schön, dann haben wir auch schon mal die erste Höhle zum Erkunden. Das ist ja fantastisch. Ich glaube, wir gehen mal darüber zu den Viechern, oder? Hier ganz viele Schafis und Kühis und Hühnerhies. Wisst ihr schon, ne? Oh, hier ist eigentlich ganz hübsch, oder? Dann hätte ich gesagt, ja, baue ich hier erstmal so ein Mini-Domizil, damit wir denn auch die Nacht überstehen. Ist das denn eigentlich, ist das jetzt eine Insel da drüben? Weil eine Insel fände ich ja schon ziemlich geil für den Anfang. Können wir dann später, wenn wir mal Kohle gefunden haben, ein paar Fackeln hinsetzen? Und nee,
ist nicht ganz eine Insel. Na, da kann man ja eine Insel draus machen. Nicht so schlimm. Hier geht's rein, okay. Gut, dann hätte ich gesagt, schlachte ich hier mal ein paar Bäume und baue hier dann mal das erste Haus. Also es wird nur so ein ganz Mini-Bruchbudenhaus, einfach weil wir eben Schutz für die Nacht brauchen. Und da ist dann auch relativ egal, wie das aussieht. Hoffe ich mal. Und ich meine, so fängt Minecraft nun mal an. Man hat nichts und landet auf dieser Insel und muss sich hier irgendwie zurechtfinden. Und aus diesem Grund, ja, gehen wir das Ganze etwas spartanisch an. So. Tschack, tschack, tschack. Ich habe jetzt gar kein Achievement bekommen, oder? Bekommt man nicht normalerweise ein Achievement, wenn man das erste Mal Holz sich sammelt? Irgendwie? Ah, Inventory, okay. Das bin übrigens ich. Hallo. Hier machen wir gleich mal eine Werkbank. Ja. Toll. Gleich mal verklickt. Halt. Hier geblieben. Komm ran. Hallo. So. Was will das denn? Geh weg. Ah ja. Gut so, gut so. Also Hühnchen, das ist wirklich eine Plage. Ich spiele ja jetzt auch schon etwas länger Minecraft. Und immer diese Hühnchen, also ich kann nur bestätigen, das sind wirklich Killerhühnchen. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, was da falsch gelaufen ist, aber irgendwie, ja, wollen sie mich immer abschlachten. Glaube ich. So, wir können auch erstmal ein bisschen Holz sparen eigentlich. Indem wir hier nicht ganz so hochgehen. So. Ups. Okay. Zack. Und jetzt ziehen wir hier einfach die Decke rein. Zack. Ja, so viel zum Holz sparen übrigens. Nein. So. Okay. Dann sieht sie auf jeden Fall schon sehr gemütlich aus. Eine Werkbank. Ja, dann mache ich erstmal ein paar Sticks. Die wir jetzt zwar noch nicht so wirklich brauchen. Eine Tür. So. Jetzt hätte ich gesagt, holen wir uns ein paar Schafe, damit wir uns ein Bett bauen können. Wow, Waffen wären jetzt eigentlich nicht so schlecht gewesen, ne? Ja. Ups, da ist noch offen. Machen wir schnell zu. Okay, und zwar brauchen wir ein Schäufelchen. Zack. Eine Spitzhacke. Zack. Ja, dann können wir uns eigentlich auch gleich nochmal eine Axt machen. Und natürlich, falsch, ein Schwertchen. Sieht wirklich hübsch aus in dem Texture Pack. Es ist übrigens das Minecraft von der Honeyball. Einfach mein Lieblingstexture Pack. Ich weiß nicht, zu den anderen habe ich irgendwie nicht so richtig ja, die Connection gefunden. Wie man so schön sagt. Oder auch nicht sagt, das habe ich jetzt gesagt, aber verratet es keinem. So, Schaf, gib mir deine Wolle. Eins, zwei. Dich können wir auch brauchen. Drei. So, und ein bisschen Fleisch wäre eigentlich auch nicht schlecht. Hühnchen. Lauf nicht weg, lauf nicht weg. So ist fein. Da ist auch noch eine Kuh. Bleib stehen. Ich will dich abschlachten. Ja genau, renn mir ins Messer. Ist eine gute Idee. So, wie viel haben wir denn jetzt? Vier. Naja, ist jetzt nicht so viel. Dann nehmen wir noch ein paar Hühnchen mit. Hallo? So. Ich geht's. Ich treff nicht mehr. Was ist los mit mir? Ja. So ist mein. Oh, guck mal, die Sonne geht unter.
Ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal lieber wieder zurück zu unserem Häusli. Weil solange wir noch so absolut schutzlos ausgeliefert sind, möchte ich nicht unbedingt draußen rumstromern, wenn die ganzen Monster kommen. Schwupps. Aber das gefällt mir mit der kleinen Insel und obendrauf so ein unser Häusli. So. Okay, jetzt können wir uns zumindest ein Bett bauen. Und da dann notfalls drin schlafen. Wo bauen wir es denn mal hin? Wo ist es denn hübsch und angenehm? So. Was ich jetzt allerdings machen möchte, ist Folgendes. Oh je, wie ging das nochmal? So. Ich glaube so. Ja. Ein paar Leiterchen. So, 12 sollten reichen. 21. Boah. Lernen lesen. Und dann buddel ich uns, also mich, hier mal ein bisschen runter. Da bekommen wir nämlich gleich mal Cobbles. Immer schön die Leitern hinmachen, sonst kommen wir nämlich nicht mehr nach oben. Das wäre nicht so gut. Und eventuell finden wir auch ein bisschen, was wollte ich sagen? Kohle. Genau. Oh, guck mal, Eisen. Eisen. Silbereisen. Wir haben so ein Glück. Unglaublich. Moment, kann man das überhaupt abbauen? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich glaube, ich gehe mal eben nach oben. Hallo? Und mache mir eine andere Spitzhacke. Ich hoffe, ihr seht hier jetzt überhaupt irgendwas. Aber ich bin ja auch schon dabei, uns ein bisschen was zusammenzusuchen, damit ihr dann was sehen könnt. Eisen. So, sehr schön. Und wir gehen noch ein bisschen tiefer. Und gucken mal, ob wir irgendwo rauskommen. Ne? Schaut nicht so aus. Ja gut, dann war es das jetzt, glaube ich, erstmal. Wir haben genug Cobbles. Hallo, auf mit dir. So, dass wir uns jetzt erstmal ein kleines Öfchen machen können. Und in den Ofen stecken wir ein bisschen Holz. Tut mir leid, liebes Holz, dich zu verbrauchen. Aber damit wir wenigstens ein bisschen was auf Vorrat zu essen haben, weil sonst wäre das nicht so gut, wenn wir dann verhungern. So, eingebratenes Hühnchen. Sehr schön. Und es ist auch ein bisschen heller, wie man sieht. Na gut, ich gehe mal schlafen. Gute Nacht.